Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ups, da kommt gleich wieder Drucke F8. Ja, herzlich willkommen bei der neuen Folge, neue Staffel, Staffel 5 mittlerweile. Und wir haben Durst, wir haben Hunger, wir haben alles. Oh nein. Gut, hier wird gerade unsere Seemotte analysiert. Das dauert alles ein bisschen, macht aber nichts. Wir können auch gleich mehrere Teile gleichzeitig reinwerfen. Machen wir mal. Dann analysiert ihr das einfach alles so im Hintergrund, während wir einfach rumeiern gemütlich. Und müssen ja noch ein bisschen Basis bauen. Ne? Das ist natürlich nicht alles. Ich will überall auf jeden Fall ein bisschen kleine Basen bauen an vielen Biomen. Eine auch sehr tief. Also ich will diese Staffel auf jeden Fall füllen mit sehr, sehr viel Action. Action muss sein. Denn in der letzten Folge ist ja auch schon unser gutes Aurora-Schiff explodiert. Das müssen wir natürlich auch noch reparieren. Oh nein, so viel Arbeit. Jetzt wollen wir erstmal einen Fisch naschen. Ich habe doch was im Inventar, sehe ich gerade. Nee, der ist noch roh. Da müssen wir kochen erstmal. Das sieht geil aus. Gut, meine Facecam wurde mir letztes Mal geschrieben, die ist ein bisschen klein. Ich habe die mit Absicht so klein gemacht, weil ich nicht so viel vom Spiel vernichten will, sag ich mit meiner Fratze. Und nur bei Subnautica ist die überhell. Bei allen anderen Spielen ist die eigentlich ganz normal, von der Farbe, von der Sättigung her. Aber hier, ich sehe es gerade da, ist sie überhell bei Subnautica. Ich krieg's nicht im Griff. Macht aber auch nichts. Ich glaube, ihr kommt ganz gut klar. An sich will ich gar keine Facecam machen. Das ist nur so ein Community-Wunsch und den möchte ich natürlich dann auch gerne erfüllen. Keine Frage. So, wir haben den Fisch gekocht. Den will ich jetzt natürlich auch verspeisen. Boah, 39 Essen. Viel, ey. Wir brauchen was zu trinken. Scheiße. Fängt die Folge wieder mit Essen und Trinken an. Wie immer. Dabei ist das gar nicht so mein Wunsch. Ne? Ja, was soll man machen? Wir brauchen Salz. Das müsste ja überall rumliegen. Und wir brauchen hier so eine Dings hier für eine Flasche Wasser. Ein Schwamm. Zup. Da hinten haben wir schon Salz. Ach, überall. Ist ja alles noch frisch hier. Alles noch neu. Dann surviven wir mal wieder unter Wasser. Also, wer das Spiel jetzt noch nicht hat, ne, der hat echt was verpasst. Muss ich sagen, das Spielen ist sowas von schön. Es ist einfach super entspannend. Und gleichzeitig sogar noch grafisch ein kleines Highlight, finde ich. Also, sieht super Hammer aus. Darf ich es jetzt schon bauen? Habe ich jetzt alles Nötige? Nein, Quatsch mit Soße. Chlor. Zweimal. Zweimal Wasser. Das braucht nur Chlor. Halt zum Desinfizieren würde ich mal ganz grob tippen. So. Bam. Da geht es uns wieder gut. Wir wollen jetzt eine Werkbank bauen. Nein, Quatsch. Was ist mit meinem Fragmentgerät? Ach genau, das war unten. Ich muss gerade ein Bäuerchen lassen. Entschuldigung. Schwupp. Na gut, da können wir nächstes Mal reinpacken. Der. Boah, wie lange der analysiert, ey. Wie lange das dauert. Ein Teil. Na, wir haben noch keine Energie. Wir brauchen aber Silikon. Na, da können wir nochmal ganz kurz hochschwimmen. Ich bin ein bisschen wirre heute Morgen. Entschuldigung. Ich nehme es ja meistens morgen auf. Also, ich nehme meistens morgens auf, rendere dann über den Tag und lade das dann hoch. Dann ist es meistens nachmittags erst online. Ich versuche ja immer so aktuell wie möglich zu bleiben in der Vision. Was nicht immer so klappt, muss ich zugeben. So, Silikon. Ich wollte nämlich was basteln. Ich habe es vergessen. Was wollte ich? Jetzt habe ich einfach Silikon gebaut. Ah, genau. Ich weiß wieder. Unser Seemotte ist jetzt absolut da. Wir haben es gehört. Neue Technologie wurde erforscht. Und das hier will ich bauen. Da brauchen wir zweimal Titan für, damit die Basis unten schon mal ein bisschen Energie bekommt. Dafür brauchen wir aber Titan. Okay, das ist ja nicht wirklich das Schwerste. Das kriegen wir eigentlich mit Leichtigkeit hin, das zu finden. Und dann bekommt unsere erste Startbasis schon mal ein bisschen Energie von der Sonne. Das ist eine schöne Sache. Grüne Energie. Und dann müssen wir uns langsam um Essen kümmern. Hier, guck mal da. Da ist auch eine Ressource. Ja, toll. Da. Das suche ich doch. Nein, das ist meins. Weg da. Schnell weg hier. Oh, jetzt kommt die Schwiegermutter. Ich habe gerade die Klingel gehört.
sehr, sehr anstrengende Person. Aber das ist so übelst klassisch bei verheirateten Männern, dass die Schwiegermutter anstrengend ist. Ne? Warum eigentlich? Keine Ahnung. Ne? Weiß nicht, seid ihr verheiratet? Schreibt es mal in den Kommentaren. Ne, dann habt ihr auch anstrengende Arbeit mit der Schwiegermutter. Gut, rein. Titanium herstellen. Und dann gibt es jetzt eine Solarzelle für unsere kleine Minibase. Also wirklich eine kleine Minibase, ne? Ich würde ja gerne so die Glasröhre bauen. Das ist einfach schöner, weil man da einfach reingucken kann. Ne? So. Form unschön. Und da seht ihr den Energiestrahl, der unsere Basis mit zur Energie versorgt. Ist ja wohl geil, ne? Da ist unsere Röhre online und bekommt Energie. Cool. Echt cool. Bauen wir nochmal so einen Constructor hier rein. Schaffen wir da eine Menge heute. Constructor ist wichtig. Ne? Da kriegen wir ja Essen durch. Und er analysiert noch ganz fleißig. Die Teile, dauert alles ewig und 3 Tage, aber wir brauchen ja sowieso noch mehr. Wenn wir jetzt nach oben schwimmen, zu unseren, wie heißt das Gerät? Klettern heißt es, nein Quatsch, heißt nicht Klettern, Konstruktor, Überraschung, haben wir jetzt auch endlich wieder die Seemonte dabei, da brauchen wir Titan, Energiezelle, Glas. Das ist alles super easy, da kriegen wir ganz schnell in dieser Folge tatsächlich schon mal die Seemonte hergestellt. Die Energiezelle, die hatte ich doch schon. Hatte ich nicht gefunden? Oder das war eine andere Folge? Entschuldigung. Das ist, glaube ich, die letzte Folge, noch Staffel 4. Da habe ich noch eine Energiezelle so entdeckt. Wir haben aber Gold. Kupfer haben wir auch mittlerweile schon. Da können wir, brauchen wir ja dringend. Wir brauchen 2 Energiezellen. 2 Batterien für 1 Energiezelle. Gut, dann brauche ich jetzt ein bisschen Pilze. 6 Stück sogar. Guck mal, direkt neben der Base. Habe ich ein Glück. Hier die Pilze wachsen. Da können wir jetzt mal alle wegpflücken. Mal gucken, ob die nachwachsen. Das ist auch so eine Sache, die mich die ganze Zeit schon interessiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, egal. Und mal schauen wir mal, ob da später wieder Pilze sind. Ne? Wenn ich das vergesse, schreibt mir das bitte in die Kommentare, sonst vergesse ich sowas immer. Ne? Das ist immer so eine Sache. Ich möchte natürlich gerne beobachten, ob da Pilze nachwachsen. So. Energiezelle. Batterie. Ich brauche schon wieder Silber. Ich wette, es braucht wieder Silber. Nein, wir haben Silikon. Dafür habe ich Silikon hergestellt. So, Energiezelle ist am Start. Dann habe ich jetzt wieder natürlich die anderen Zutaten vergessen. Wie immer, Zutaten für ein feines U-Boot. Klettern. Titanium und lächerliches Glas. Das können wir sogar schon herstellen. Wir brauchen nur noch ein bisschen Titanium. Da haben wir auch schon unsere Seemotte wieder am Start. Da brauchen einige ganz schön lange für, muss ich zugeben. Habe ich schon andere Videos gesehen. Und wir machen das einfach mal so rubbel die Katze. Bumm, haben wir eine Seemotte. Aber ich habe auch schon sehr viel Erfahrung, sag ich mal. Im Subnautica-Jargon. Silbererz. Das war Silbererz. Ich habe Silbererz gefunden. Neben meiner Bude. Da suche ich manchmal stundenlang nach, ey. Unglaublich. So, Titanium, also wir haben ja Metallschrott aufgesammelt. Ich würde gerne noch einen nehmen. Noch einen suchen. Ich muss gleich eine Folge GTA aufnehmen. Fällt mir gerade spontan ein. Nein, nicht spontan. Der Sohn meines Cousins, der wünscht sich das einfach von Herzen und ich werde das einfach machen. Dann mache ich in ein paar Minuten GTA. Das ist nicht so mein Spiel, muss ich einfach mal zugeben. Ist ein geiles Spiel, aber zum Aufnehmen ist es mir zu anstrengend einfach. So, wir wollen noch ein bisschen Titanium finden. Wo ist Titanium? Wir brauchen auch noch ein Quarz, wenn ich mich nicht täusche. Für 2 Scheiben. Sagt die Luft, 24 wird eng. Da unten ist Quarz. Wir holen erstmal schnell Luft. So, runter geht's. So. Oh, guck mal hier. Wenn wir das schon finden, nehmen wir es auch mit. Ne? Noch ein bisschen Quarz. Einer der
wichtigsten Rohstoffe meiner Meinung nach in Seven Days to Die ist Quarz. Also daraus machen wir so viel. Sehr interessant. Habe ich jetzt alles? Ich hoffe. Ich schwimme mal zurück zur Base oder was auch immer davon übrig bleibt. Und die müssen wir jetzt alle benennen. Ne? Das wird jetzt die Wurstbase 1 oder Wurstbase. Und die anderen Bases oder Basen müsst ihr benennen. Jetzt in den Kommentaren schreiben, wie die Basen heißen sollen. Und das wird ziemlich witzig, würde ich sagen, weil da wahrscheinlich verrückte Namen draus entstehen. Genauso wie das Cyclops-U-Boot hieß Frikadelle. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber ich habe ja gerne mit euch zusammen hier diese Fantasien und sparen nicht an Humor. Gut, die eine Energiezelle, wir haben es eigentlich alles zusammen, glaube ich, ne? Titanium ist in der Tasche. Ist es da? Wumm. Und da entsteht die Seemotte. Boah, wie das aussieht, ey. Richtig geil. Wir haben eine Seemotte. Und das Ziel für das Video schon erreicht. Also für das heutige Video. Da. Wir dürfen fahren. Sehr schön. Ganz wichtig, Repariertool muss noch gebaut werden und anderer Kladderadatsch. Jetzt müssen wir erstmal uns... Jetzt habe ich jetzt den Faden verloren, weil jetzt habe ich schon das geschafft, so schnell, was ich bauen wollte. Ich könnte noch ein Fragment reinwerfen zum Analysieren. Ihr hört es brummen, es analysiert fleißig. Das war's, mehr haben wir nicht. Kann ich einen Pilz da reinwerfen? Dann analysiert ihr den, oder was? So. Na, wir lassen den mal fleißig. Boah, guck mal, wie lange das dauert. Das ging früher schneller. Also, das kam mir jedenfalls so vor. Essen, Trinken ist wieder wichtig. Wieder mal. Es ist ein Survive-Game, also nicht schimpfen. Aber das gehört einfach dazu. Da, guck mal, Pieperfisch habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Richtig Bock drauf gerade. Auf so einen. Guck mal, der macht das Auge zu. Wie geil war das denn? Komm her. Kleiner Pieper. Pepper oder was auch immer. Hopp. Oh. 60 Liter Blut hat er verloren. Die sind auch gut. Da kriegen wir auch Wasser raus. Also können wir Wasserfläschchen rausbasteln. Warum nimmt er die immer in der Hand? Das ist aber auch... So. Großer Fisch. Oh, ein Quarz. I love Quarz. Ist ja auch mein Nachname, ne? Quarz. Also nicht ganz. Wird aber oft so gesagt. Quast. Vor allen Dingen. Ja, nicht, dass das in dem Video nichts zu suchen hat, wie ich heiße mit Nachnamen, aber das ist, glaube ich, bei YouTube normal. Irgendwann finden die Leute auch den Namen raus. Das ist so. Dass mein Nachname Quas ist. Das wissen eigentlich schon einige, weil man muss ja auch ein Impressum machen und sowas, ne? Das ist ja. Dürfen wir nicht einfach Videos machen und Spaß haben. Nein, wir müssen natürlich auch uns beim Finanzamt melden und all den ganzen Mist müssen wir natürlich auch durchstehen. Ja, auch wenn ich nur hier ein paar Cent verdiene, sage ich mal, geht das Finanzamt das trotzdem was an. Toll. Ich hasse es. Ich hasse das Finanzamt. Ich glaube nicht, dass die YouTube-Videos gucken. Also, darf ich das wohl sagen. Gut, wir gehen mal runter. Ich habe jetzt, wieder irgendein Mist gemacht. Fische, genau. Wir haben kein... Ach, wir brauchen auch gar kein Salz mehr. Und der Hund... Ich weiß nicht, ob ihr das hört, über das Mikrofon. Unten ist die Schwiegermutter mit dem Kind beschäftigt. So. Na, aus denen können wir ja... Den habe ich ja mehrere von. Da können wir direkt kleine Flaschen aus gefiltertes Wasser machen. Ich denke mal, das wird auch noch später geändert. Weil, das war ein bisschen unrealistisch ist, ne? Batterie ist alle.
Die kommt man früher essen, Säurepilze. Finde ich witzig. Kika. Kika. Was soll ein Kika sein? Keine Ahnung. Ich kenne auf jeden Fall den Fisch. Er ist fleißig weiter an analysieren. Ihr hört es ja im Hintergrund immer, er entdeckt dann die ganzen Kladderadatsch hier, den wir reinschmeißen. Wir kriegen noch was hin, auf jeden Fall. Gut. So. Bin jetzt so ein bisschen rat- und tatlos im Augenblick. Wir parken mal die Seemotte daneben. Und da sage ich an der Stelle, danke fürs Zusehen auf jeden Fall heute wieder. Jetzt müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen möchtet, was ich hier machen soll und wo diese ganzen Bases hingebaut werden sollen. Also ich will eins auf jeden Fall ganz nah am Aurora-Schiff haben. Da erwarte ich nämlich eine Menge, zum Beispiel den Exosuit. Und ja, dann werden wir das eben bauen. Alles. Wir machen das zusammen. Ich freue mich drauf. So, muss ich das GTA aufnehmen. Bis gleich, Leute.